Oh, es funktioniert wunderbar. Bitte, Sergio, fühlt euch wie zu Hause. Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind getreue Untertanen des Kaisers. Aber das hier war doch auch falsch, oder? Wie das? Ihr gehört doch dem Hause Tavani an. Ihr werdet leiden. Hä? Aber ich hab doch jetzt alles drei durch. Ich hab doch alles drei jetzt durch. Alles war ein Fehler? Bitte, Sergio, fühlt euch wie zu Hause. Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind getreue Untertanen des Kaisers. Wie ich hört, sind das alle Tavani? Ihr werdet jetzt sterben, ihr miese Schauspieler. Aber ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe mich erfolgreich gegen einen Attentäter verteidigt, der mich mitten in meinem Auftritt angriff. Das Stück kann offensichtlich nicht fortgesetzt werden. Vielleicht sollte ich mit Merin über die jüngsten Vorkommnisse reden. Ich bin zu Merin zurückgekehrt und kann meine Rolle in dem Stück spielen. Das war richtig, aber ich habe keinen Fehler gemacht. Dravil in Drano. Hui, was ist los? Warum hat er euch angegriffen? Vielleicht solltet ihr mit Merin sprechen. Nicht schlecht für eine. Wo ist meine Lastratte? Wo ist meine Lastratte? Oh ja, ich habe gesehen, was passiert ist, Winder. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Wir wussten, dass es früher oder später einen Angriff eines Assassinen geben würde. Ja, nun, wisst ihr, unser Hauptdarsteller Tavus hatte ein kleines Stelldichein mit der Tochter eines telvanischen Diplomaten. Der Diplomat hat sie erwischt und hatte Rache geschworen. Da Tavus seinen Aufenthaltsort ständig wechselt, wussten wir, dass der Angriff während der Aufführung stattfinden würde. Denn nur dann wusste der Diplomat, wo er Tavus finden konnte. Und? Da es euch gelungen ist, den Attentäter zu beseitigen, wird es der Diplomat hoffentlich nicht noch einmal versuchen. Ich weiß, dass er sehr kostspielig ist, die Dienste der Morak Tong in Anspruch zu nehmen. Ich entschuldige mich dafür, euch in dieser Art und Weise benutzt zu haben, Binder. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass es unerlässlich war. Ach ja, ich werde euch in voller Höhe bezahlen. Lasst sehen. Ich habe in dem Stück keinen einzigen Fehler erzählt. Äußerst beeindruckend, Winder. Aber eure Schauspielkünste könnten durchaus noch etwas besser sein. Hier, nehmt dieses Geld und dieses Amulett. Sie werden euch helfen, eure Schauspielkunst bei Bedarf auf die Sprünge zu helfen. Nochmals vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. 2000 Draken, geil. Tagebuch aktualisiert und Amulett der Redekunst. Bekommen. Festigen Wortgewandt hat 20 bis 30 Punkte. Cool. Aber doch benutzen, naja. Nicht schlecht für einen Anfänger. Merin Othalas erklärte mir, dass ich eine Art Lockvogel für den Attentäter war, um den Schauspieler der Hauptrolle zu schützen. Ich bin nicht gerade erfreut über diese Behandlung, aber Merin belohnte mich entsprechend meines Auftritts. Und wo ist jetzt meine Packratte? Da! Meine Lastratte. Mögen alle nur gut. Das war ganz ordentlich, wenn man die Umstände berücksichtigt. Ihr wart sehr tapfer. Teilen ist gut, Winder. Ich teile gern. Schade, ich hätte das Stück gerne komplett durchgespielt, aber das hat mich komplett verwirrt. Ich dachte, ich mache jedes Mal einen Fehler, weil er mich angegriffen hat. Dabei war das ein Attentäter. Es ist mir erst aufgefallen, als ich gelesen habe, dass das ihr habt einen Fehler gemacht, gefehlt hat. Zwei Gäste sind noch übrig. Grüße Jadur. Der Wüste. Sprich. Was für eine unglaubliche Vorstellung. Das wart ihr, nicht wahr? Nivama Saroba. Das waren wir, ja? Das war eine unglaubliche Vorstellung. Wir hätten vielleicht vorher mit ihnen reden sollen. Na gut. Jetzt gehen wir mal kurz ein Liebespaar zusammenführen. War doch hier, oder?
Der hier. Hallo, hallo, was gibt es Neues? Ah, Frauen. Haben wir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Also, wie wäre es mit Marina Gilnet? Marina Gilnet? Sagt ihr? Ich kann mit dem Namen nichts anfangen. Faszinierend. Also, ich muss sie einfach kennenlernen. Sie wird unmöglich Nein sagen können. Danke für den Hinweis, Winter. Ihr seid ein wahrer Freund. So, und jetzt reden wir nochmal mit ihr. Ein guter Mann ist nur schwer zu finden. Man bekommt immer, was man nicht will. Da. Ja, ich bin mir sicher. Nun, Winter, wie heißt er? Von Speeren. Das ist komisch, Winter. Einen Moment lang dachte ich, ihr hättet von Speeren gesagt. Wartet. Den? Ihr macht wohl Scherze. Natürlich weiß ich, wer er ist. Ich habe die Geschichten gehört. Ihr solltet euch da wirklich besser nicht irren, Winter. Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. Habt ihr schon mit ihm gesprochen? Marina Gilnitz bat mich, ein Treffen mit von Speeren für sie in die Wege zu leiten. Machen wir! So, hier Freund, die Straßen unsicher gemacht. Ich jedenfalls, aber holla. Okay, Frauen. Es geht um diese Marina Gilnet, nicht wahr? Ich wette, sie ist ein schnuckeliges kleines Täubchen. Stimmt's, Winter? Marina. Ja, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Gewiss wird sie von meiner Ausstrahlung und meinem Charme so bezaubert sein, dass sie sich mir zu Füßen wirft. Ich habe ein Treffen zwischen Marina Gilnet und von Speeren arrangiert. Hallo, hallo, was gibt es Neues? War immerhin der Einzige Euer hier. Respekt. Vielleicht gibt es woanders noch jemanden, aber naja. Schön, ich bin. Die Vorbereitungen sind getroffen, nehme ich an. Ich bin ganz aufgeregt und nervös. Bin ich auch. Ich hoffe wirklich, wenn da es stimmt, was ihr über ihn gesagt habt. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gerade einen Fehler mache? Unser Gespräch bleibt hoffentlich vertraulich, Sera. Okay, also bei ihr ging jetzt nichts mehr, oder? Vielleicht muss ich später wiederkommen. Ich rede nochmal mit ihm, ob bei ihm jetzt irgendwas geht. Sei gegrüßt, Winter. Hab jetzt keine Zeit für eine Unterhaltung. Muss mich auf meine wichtige Verabredung vorbereiten. Okay. Oh, was gibt es Neues? Habe ich noch alle hier? Warte. Ah, da kommt der andere. Wie ein Blitz dahergeschossen. Wir holen uns den einen Typen da auch noch. So, wir gehen jetzt mal kurz da nach draußen. Und dann wieder rein. Und hoffentlich... So. Das ist der Tempelhof. Aha. So sieht der Tempelhof aus. Den sehen wir uns später an. Da ist der richtige Weg, glaube ich. Da geht's zu dem Bärensen. Oder auch nicht. Man wird euch an euren Worten messen, Sera. Hallo, hallo, was gibt es Neues? Okay. Euer Haus sei gesegnet. Also immer noch keine Zeit. Vielleicht muss ich ein bisschen warten. Wir machen später weiter. Ich hoffe, ich habe deine Quest dazu. Verkauf von Schriftrollen. Der Ehestifter. Ja, genau. Der Beschwörer. Ah ja, okay. Halt, da geht's, glaube ich, hin, oder? Oder machen wir den Tempelhof? Nee, ich möchte den Tempelhof gerne zuletzt machen. Also wir gehen jetzt mal zu außenrum zum Göttergriff. Da geht es ja auch nochmal die Kanalisation. Die machen wir auch später. So,
So, Ratte, Lastratte. Da könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen was geben. Ja, okay, viel war das jetzt nicht, aber egal. Wo bleibt der Skript? Ja, mal sehen, vielleicht ist er ja da. Nein, das ist schlecht. Da ist er. Skript, komm mit. Jetzt kommt er. So, Ratte. Skrip. Wo ist die Lastratte? So. Jetzt ist sie auch da. Dann gehen wir. Jetzt muss ich auf die immer aufpassen. Mögen alle nur... So. Okay, es sind alle da. Und hier auch alle da. Da gehen wir jetzt darüber. Hier ist viel Platz. Hier kann ich einfach geradeaus gehen und ich glaube, keiner von denen verliert sich irgendwie. Göttergriff. Cool. Alle da? Speichern wir. So, das sieht ein bisschen riesig aus. Wir sehen uns erstmal hier unten um. Und dann gehen wir auf die einzelnen Plattformen. Veluna Sera. Für wen haltet ihr euch? Den Reverine. Hier in Gramfiste. Sehr interessant. Ihr seid großzügig, Winder, und euer Urteilsvermögen ist gut. Ihr seid nun im Göttergriff. Südlich von hier liegt der Brindisi-Blorom-Platz. Nördlich von hier liegt der Tempelhof und Amalexias Tempel. Im Osten findet ihr das den Königspalast und den großen Bazar. Aber von hier aus kommt ihr dort nicht hin. Geht erst zum Tempel oder zum Platz. Ihr befindet euch im Göttergriff. Die Halle der Handwerker steht ganz im Osten dieses Stadtteils, gleich beim geflügelten Guar und dem Artefaktmuseum. Die Landhäuser liegen im Westen. Der geflügelte Guar, das ist die örtliche Taverne, das Haus des Handwerks und das Artefaktmuseum sind im Osten. Hession ist der Wirt des geflügelten Guar und Turasa Aram die Kuratorin des Museums. Bolz Indalen, unser gefeierter örtlicher Schmied, hat seine Esse im Haus des Handwerks, zusammen mit anderen Händlern und Handwerkern. Es ist eine große Stadt. Falls ihr nach etwas anderem sucht, müsst ihr euch umhören. Wie so ein Ordinator. Hier geht's zum Tempelhof. Okay, wer bist du? Venasa Sarano. Sieben Tugenden, Sera. Entschuldigt, Sera. Aber, nun ja. Ihr seid in der Reverine und ein großer Held. Und ich weiß nicht genau, wie man mit wichtigen Leuten wie euch redet. Ich möchte einfach nur sagen, hab Dank, Sera. Für alles. Es geht nicht darum, was ihr bietet, Winter, sondern wie ihr es anbietet. Okay, und wer bist du? Tod. Benötigt ihr etwas? Gegrüßt, lieber Herr. Ihr seht Dilborn? Dilborn, mein Freund.
Silbern jetzt weg. 3 Tage und tot traurig. Hä? Teilen ist gut, Winter. Ich teile gern. Tilbon, großer und mächtiger Zauberer, liest Hut Bücher vor. Alle Worte, große Worte, mindestens 3-mal. Jetzt Tilbon weg, niemand liest Hut Bücher vor. Tod traurig. Tod vermisst Freund, ihr helft Hut ihn finden? In Ordnung, ich werde euch helfen. Tod froh, froh, dunkle Elf. Findet Tilbon jetzt, ja? Tod sieht Tilbon in der Nähe in Abwasserkanäle gehen. Tilbon geht vielen Abwasserkanäle, um Freunde zu treffen, sagt Tilbon. Meistens Tilbon bald zurück und glücklich. Glücklich. Aber Tilbon jetzt nicht schnell wieder da. Wir gehen zu Abwasserkanälen finden. Tilbon. Folgt uns jetzt? Der folgt uns. Folgt uns echt? Okay, wir machen die Quest gleich. Heute traf ich einen verzweifelten Barbaren namens Trud, der wie wahnsinnig nach seinem verschwundenen Freund Tilbon suchte. Ich habe mich dazu bereit erklärt, Trud bei der Suche nach seinem verschwundenen Freund Tilbon zu helfen. Trud sagt, dass er Tilbon gesehen hat, als er die Abwasserkanäle in Göttergriff hinunterging, um sich mit Freunden zu treffen. Okay, wir sehen uns nochmal kurz ein bisschen um, da ich nicht weiß, wo hier die Abwasserkanäle sind. Ah, da! Da hinten geht da jemand Weißes. Okay, dann gehen wir runter. Altgramfeste, Häuserabwasserkanäle. Speichern. So. Hier ist es gefährlich. Die Lastratte sollte eventuell hier bleiben. Und ja, soll ich hier noch irgendwas mitgeben? Ah, nee. Die ist sowieso schon fast voll. Moment, der Redekunst höchstens. Was können wir ihr noch geben? Wiegt 1 Kilo. Das ist 1 Kilo weniger, als wir tragen müssen. Aber ansonsten... eigentlich nicht. Nehmen wir alles mit. So, du bleibst also hier. Ja, passt. Speichern wir. Und gehen da jetzt runter. Häuserabwasserkanäle. Ich habe keine Papierlaterne. Das ist ein bisschen blöd. Wir nehmen den Kerzenständer aus Silber. Reicht die jetzt auch mit? Nein. Wieder nicht. Okay. Waren irgendwie sofort weg? Dann nehmen wir Kerzenständer aus Zinn. Ja, der funktioniert. So, fast hier mit 3 Draken. Da ist nichts drin. Nichts. Nichts. Ein Fass. Ja, das nehmen wir mit. 7 Draken.